Und es gewappneten wenig Spellstone. An dem Tag, wo das Video kommt, wird es einen neuen, wie heißt das, Dungeon geben. Raid, Dungeon, wie auch immer. Genau, gildenmäßig muss man da gegen diese Gegner kämpfen, sich die Kämpfe einteilen am besten. Und dann, was bekommt man da eigentlich? Das habe ich mir noch gar nicht angesehen. Die Aria haben sie jetzt hier hingepackt. Meilensteine. Und da hat man, boah, ich weiß gerade gar nicht, wie weit wir es da schaffen. War das nicht so irgendwas zwischen, also 20 nicht, so 18, 16, 17, irgendwie sowas in der Art. Also ein episches Paket, das wäre schon ganz nett. Gar keine Karte, so eine Special-Karte. Ach so, Belohnung, doch, da gibt es auch eine. Und zwar den Regemegemage in einfacher Form. Ich habe großartige Neuigkeiten zu verkünden. Und zwar, oh, dieser Anblick ist so schön. Platin 3. Das heißt, mit etwas Glück habe ich jetzt Zugriff auf diese, sind das Diamantkisten, 100 bis 600 Arena-Münzen, 25 bis 50 Windseelen und mit etwas Glück hier zum Beispiel 300 oder zweimal Legendary Rune Sliver. Boah, das ist so krass. Es ist einfach heftig. Ich hoffe, ich kann da drin bleiben. Das wäre das Krasseste. Ernsthaft? Legendary Rune Sliver. Ich habe jetzt, weil ich ja, also da gab es so eine Belohnung für das Erreichen von Platin und das habe ich nicht so bedacht, sonst hätte ich es im Video aufgezeichnet, aber das war, keine Ahnung, da saß ich gerade am WC oder so und habe das gemacht. Und ich habe jetzt Crafting, bam, badam, 5 von 3 schon wieder, aber mir fehlt das Inscription Powder. Wir sehen uns aber gleich noch an, welche Insektenkarte es gibt, denn jetzt kann man das Rezept bekommen, doch vorher noch das öffnen. Ich finde es einfach spitze. 8 und zweimal das Powder, das ist richtig genial. Ein Tag hat 24 Stunden, eine Kiste benötigt 4 Stunden zum Öffnen. Man kann also 6 Kisten pro Tag bekommen. Wenn ich jetzt jeden Tag 6 Platinkisten erhalte, sind das rein rechnerisch so 36 bis 60 Windseelen. Das heißt ein paar Monate und ich habe den Verus in Legendär. Was heißt ein paar Monate das? Ein, zwei Monate, je nachdem wie gut es läuft, wenn ich dann noch so eine andere Kiste bekomme. So, kämpfe mal kurz und dann geht es gleich auch noch ins Event, denn da kann man jetzt in der neuen Zone schon kämpfen. Also, mit diesen neuen Kampagnen. Das war eigentlich doof, na egal. Wird schon klappen, das sollte was werden, vor allem der hat hier noch so eine Avian-Karte drin, zwar mit Nullify, aber hat schon ein bisschen gespielt, auf jeden Fall. Ordentlich gefarmt, der überlebt mit einem Lebenspunkt. Das ist natürlich genial. Aber man darf die 18er-Kämpfe nicht auf die leichte Schulter nehmen. Definitiv nicht. Die haben es schon in sich. So, da werde ich jetzt eine Rune reinpacken. Ich werde da in beide Karten eine Rune reinnehmen. Vor allem, wenn dann morgen dieser Raid stattfindet. Aufrüsten. Was habe ich denn davon, wenn man alles bunkert und hamstert und keine Ahnung. Also, Korrosionsrune rein ist zwar nicht die beste dafür, aber ich werde jetzt weiterhin legendäre Runen craften. Und niemand kann mich davon abhalten. So, da die Vergeltungsrune rein. Vergeltung 8, denn ich war ja bald neues BG und so, aber das läuft jetzt noch einige Tage und ich, na, muss man machen. So, genau, wir leben im Hier und Jetzt und nicht irgendwann in der Zukunft. Noch 331 Stunden läuft das Elementar in Kombination mit dem Insekten-BG. Ich habe 310 von den Waben und werde mir nochmal Berserk gönnen. Ich bin ein großer Freund von Berserk. Ich weiß, Abschöpfen ist auch spitze. Werde ich mir dann kaufen, aber jetzt kann man nochmal Berserk machen. So. Und man bekommt nämlich, wo ist denn der Rabe? Man bekommt, habe ich das überblättert? Ach man, sorry. Hier. No place is home. Da gibt es dieses Rezept, glaube ich. Das heißt, den Dungeon muss ich mal durchrocken. Das kann man noch mit Autoplay machen, glaube ich, am Anfang. Ja, locker flockig, wenn ich den ersten Durchlauf nicht mit Autoplay schaffe. Dann müsste ich doch weinen und vielleicht sogar meinen Account löschen. So. Ich habe nämlich noch nicht im Forum nachgesehen, falls es gepostet wurde, welche Werte die Karte eigentlich hat. Und das würde mich schon interessieren, ob ich da in diese Zone mehr reinbuttern soll, deshalb sehen wir uns die Karte jetzt mal gemeinsam an. Also, die ist so wie zu long. Kann man sich
freispielen, wenn man es schafft, diese Zone komplett durchzurocken für die letzte Belohnung. Und dann benötigt man immer die Endzutaten aus den anderen Kampagnen. Arcanes Erz, und jetzt müsste es eigentlich in der Kiste, genau. In dieser Kiste ist jetzt der Dünenhopper als Crafting-Rezept. Jetzt bin ich gespannt, denn ich habe echt noch keine Ahnung, was der so kann. Crafting, da ist er schon. Wir klicken, denn mit Zulong bin ich voll und ganz zufrieden. Okay. Das ist mal eine Karte, sehen wir uns die doppelte an, denn die ist eventuell drin. Ein Insekt, eine Dreierverzögerung mit Panzerung, Erstarren und Vierer Berserk. Also Berserk würde für Aria passen. Obwohl Panzerung in Kombination mit Samael dann genial wäre. So, ich wollte nochmal weiter hier. Vierfach. Oh, ich dachte, Erstarren geht auf jede zwei vielleicht sogar runter. Nö, das wäre vielleicht zu krass. Aber Berserk auf 5 rauf. Hat Angreifen 10, was natürlich mit dem Effekt aktuell richtig krass ist. Ja, ich glaube, Dreierverzögerung, 37 Lebenspunkte, die ist nicht so verkehrt. Da eine Panzerung oder Berserkrune rein und ab geht die Post. Ich glaube, im Insekten-BG werde ich auf die versuchen zu spielen. Das heißt, ich buttere nach wie vor die Abenteuer dann in diese Zone rein. Also wer das nicht kennt, wer vielleicht neu ist, man muss. Diese Zonen, da kommen alle paar Tage hier dann noch neue Kampagnen dazu. Und ganz am Ende gibt es immer diesen Spellstone, denn das Spiel heißt ja Spellstone. Und man benötigt aber für jede Karte auch einen Cluster. 1, 2, 3, 4, das heißt, man kann sie in Summe vierfach fusioniert bekommen. Man muss jedoch dann 4 Sterne, 5 Sterne, 6 Sterne, 7 Sterne machen, genauso wie ich hier das bei Zulong gepackt habe. Genau, das ist die Sache und dann kann man sich über diese Karte freuen. Yo! Und diese Skills sind natürlich der Schlüssel zum Erfolg, muss man ganz klar sagen. Also, und jetzt sehen wir uns mal diese Platin-Kämpfe an. Ich kenne sie schon, aber schauen wir mal, ob ich da nur irgendwie Glück hatte oder so. Und in dem Video werde ich übrigens noch eine Platin-Kiste öffnen, denn die ist in wenigen Minuten fertig. Ob ich nur Glück hatte mit der Gegnerauswahl, denn ich weiß nicht, kämpfe ich dann auch nur gegen Leute, die in dieser Platin Liga drin sind, nehmen wir gleich die als erste Karte, wenn ich da schon... Vergeltung 8 ist ja echt nicht von schlechten Eltern, muss man sagen. Genau, also ist er auch Platin 3? Oder wenn niemand online ist, weil ich musste noch nie länger als, sagen wir, eine Minute oder so warten. Das funktioniert echt ziemlich schnell in der Regel. Anders als in anderen Games, da wartet man ja wirklich 5 bis 10 Minuten auf einen PvP-Kampf. Aber egal wann ich zocke, und sei es jetzt, wenn wir nach einer Party nach Hause kommen oder so, und ich mache noch flott hier um 2 Uhr, 3 Uhr nachts, nach Mitternacht Kämpfe, man findet immer innerhalb von 20 Sekunden einen Gegner. Ja, das weiß nicht, ob die dann einfach irgendjemanden nehmen. Oder ob echt, boah, was hat denn der? Ja, Mann, ey, das kannst du schon mal knicken. Ja, das war's, die 14, das überlebt er leider nicht mehr. Krass, 2 von denen in vierfach. Wenn der überlebt, eventuell noch, aber der wird nicht überleben. Der wird nicht über... Oh, legendäre Rune drin. Oh, der hat noch überlebt. Der hätte sogar überlebt. Also, der wird hoffentlich draufgehen. Jawohl. Ah, schauen wir mal, wer weiß, eventuell. Aber da gehört jetzt schon eine ordentliche Portion Glück dazu. Infinity hat er vierfach, auch eine legendäre Rune drin. Was ist denn los mit euch? Ja, aber das ist die Platin-Liga. Was? Nein, das war ein Fehler. Also kein Fehler, aber das war schlecht für mich. Ah, hätte er den nicht eingesetzt? Der war sogar unsichtbar. Wie kann er denn das machen, wenn so oft verhext wurde? Der hätte den gekillt. Dann wäre es wieder ein Gleichstand irgendwie halbwegs gewesen. Hm. Aber so... Oh, krass. Das hat mich gerade selbst überrascht. Da hat wohl das Verhexen und der Blitz, da hat alles gepasst. Ey, der hat legendäre Runen ohne Ende. Der hat Narix mythisch. Hier ist auch eine legendäre Rune drin. Hier legendäre Lebenspunkte-Rune. Also die Gegner, die haben es schon in sich. Die sind saftig. Das kann man nicht anders sagen. Aber trotzdem kann ich mich wohl noch irgendwie halten. Der Drache ist leider ziemlich unnötig, denn... Die Vergeltung zündet aber sowas von nicht.
Ja, da sind epische Runen hier das Minimum bei dem. Ich trau mich, der hat echt nur legendäre Runen in den legendären Karten drin. Naja, wer lange zockt, ich habe jetzt auch schon 3 legendäre, die 4. und vielleicht 5. ist bald in der Mache oder wie auch immer man sagen möchte. Das läuft schon, wenn man aktiv ist. Ja, und dann ist man eben in der Platin-Liga und wird dennoch vernichtet. Vielleicht, weil ich begonnen habe. Wer beginnt, hat, glaube ich, trotzdem einen Vorteil, finde ich. Keine Ahnung. Denn wenn ich die Wahl habe, würde ich gerne immer beginnen. Obwohl der andere dann... Yo! Ja, ist das spitze. Ich würde am liebsten, dass ich es im Video habe, jetzt die 24 Splitter ausgeben. Aber das, dann würde mich jeder hassen, weil das ist die größte Verschwendung der Welt. Oh, aber die Kiste mache ich live in einem Video auf. Denn ich weiß nicht, die gibt es nicht so häufig. Zur Erklärung, man bekommt immer 100%ig die Kiste in der Liga, in welcher man ist. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht öffentlich, oder? Ich würde so sagen, wenn ich raten müsste, 20%. 15-20% ist die Chance auf die höherwertigere Kiste. So in etwa, so war es bei mir zumindest. Aber da bekomme ich die direkt. Die ist ja immer ein Jackpot, diese Kiste eigentlich. Da bekommt man entweder irgendwie 20 Inscription Powder, 1000 epische Fragmente. Autsch. Ist der Frosch zu riskant? Nein, das ist auch egal. Ja, der vielleicht für Unsichtbarkeit, dass der Frostatem nicht zweimal trifft, weil ansonsten macht der Frostatem den schon kaputt. Ah, Berserk 4. Dann hat er noch Aria, das heißt Berserk 5. Nö, das ist zu böse. Das ist zu böse. Aber hey, ich meine, war gerade eben auch so ähnlich. Vielleicht wird es ja doch was. Mal schauen. Aber wenn ich immer so einmal gewinne, einmal verliere, das würde rein theoretisch reichen. Mehr brauche ich nicht. So. Hä, hat der gerade hier 0 Schaden verursacht? Panzerung 5? Ja, warum nicht? Sehr schön. Das ist sauber. Ach Mann, dann setzt er den einzigen außer Gefecht, der noch irgendwas kann. Ich will mir die Runen gar nicht ansehen, weil da bekomme ich sowieso schon Angst. 14, ich hoffe. Ach, mit Ermächtigen, nein, die ermächtigen sich zweimal. Schade. Der ist weg vom Fenster. Das wird eng. Das wird sogar sehr eng. Nächste Runde müssen 2 sterben. Wenn nächste Runde die beiden nicht sterben, aber die heilen sich jetzt wieder hoch. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber das sind schon andere Kaliber. Jawohl, die zwei sind gestorben. Genauso stand es im Buche. So haben wir das geplant. Diese Draenor-Karte, die ist so heftig durch Abschöpfen 11. Ich bekomme die oft nicht kaputt. Die, nein! Nimm doch hier, keine Ahnung, dieses Chaos-Elementar oder so. Aber doch nicht den. Okay. Eine Runde schenken sie mir noch. Jetzt wird niemand von mir sterben. Das ist nicht möglich. Und hier nur eine normale Vergeltungsrune. Jetzt passt aber mal auf. Ich glaube, ich nehme den Frosch. Das sind zwar einige Karten mit Unsichtbarkeit. Jawoll. Ey, Leute, ich bin nicht so gut. Ich habe nur Glück. Ich habe richtiges Glück offensichtlich. Denn das sollte gar... Ja klar, den Frosch nimmt er. Ist jemandem mal aufgefallen, egal welche Karten erstarrt werden etc. Ich beschwere mich immer. Ja, so in etwa. Aber ist ja wirklich ärgerlich. Der hat jetzt einen anderen genommen. Sauber. Ich bin voll und ganz zufrieden. So, jetzt noch so eine Platinkiste. Nein, nicht Platin. Wie heißt die? Diamantkiste. Bitteschön. Jawoll, vernichtet. Sauber. Freut mich echt extrem. Also, irgendwie läuft's grau. Ja, nein, Quatsch, ich habe nicht damit gerechnet. Und da kann ich sie auch schon öffnen. Sehen wir mal rein, was da drin ist. 33, 100 und 10 Windseelen, das Maximum aus dieser Kiste. Das ist ein Zehntel einer epischen Karte. Einfach so. Da machen wir noch einen Kampf, denn eine Kiste muss ich ja noch... Und jetzt kann ich sogar 2-3 Mal hintereinander verlieren, weil ich mir so einen Polster jetzt mal erarbeitet habe. Das ist sehr gut. Wie oft ich beginnen darf und dann bekomme ich den mit der Panzerung 6. Der ist nämlich echt krass. Also
Panzerung 6, da muss man schon eine Karte mit viel Schaden haben. Was hat der eigentlich? Den sehe ich so selten. Okay. Ach, Imbue durchbohren. Das ist dann schon, ja. Durchbohren macht der dann natürlich die ganze Panzerung wett. Ermächtigen, ermächtigen. Ah, der ist böse. Der, ist es ein Elementar auch? Nein, Drache Seafolk. Der profitiert von nichts. Wie einfach jeder den hat. So oft. Wenn jemand so eine Karte, eine Free-to-Play-Karte zweimal hat, dann merkt man schon, okay, der hat, der zockt schon lange. Aber warum General Ursurius? Den sieht man selten. Okay. Ich hoffe, der macht, aber das ist eine Seafolk, keine Elementar. Was ist denn los mit dem? Der ist im vergangenen Event noch hängen geblieben, aber wow. Das Elementar schon auf 20 Lebenspunkten unten. Das ist brutal. Oh nein, und die zwei weg. Ach, kommt. Und das ist so ein krasser Heiler. Ja, das verliere ich. Das ist gerade zu böse. Wie kann das Elementar sterben, ohne dass es drankommt? Warum ist der so stark? Da ist dieses Imbue durchbohren vielleicht, war unter anderem der Grund. Nein, nicht ganz, aber schade. Boah, und dann ist noch eine Karte gestorben. Ja, Das war nicht so geschmeidig. Jetzt kommt erstmalig was von mir so richtig dran. Die werden dann schon sterben. Denke ich mal, was ist das für ein ermächtigen Elementar? Okay, das ist kein Elementar. Wenn ich Glück habe, wenn alle überleben, dann wird es vielleicht noch was. Aber wenn er Atlas killt, dann war's das. Bitte lass Atlas am Leben. Komm schon. Tu mir nur diesen einen Gefallen. Lass Atlas. Was? Und den Defender auch noch dazu? Na gut, jetzt kann ich eigentlich schon... Na, man kann aufgeben, aber ich mache es auch ohne der Aufnahme nicht mehr. Denn eine gewisse Chance besteht noch. Selbst in so einem aussichtslosen Fall. Und jetzt muss man wirklich aufpassen, wenn man mal im Platin ist, da will man nicht mehr absinken. Aber der hat zu viel heilen, abschöpfen, dies, das, Ananas. Nein, also da muss echt jetzt schon Wunder geschehen. Da muss er unabsichtlich auf Aufgeben klicken. Aber hey, selbst diese Chance besteht ja. Was ist, wenn er einen kleinen Anfall im Arm hat und plötzlich auf Aufgeben klickt? Aus welchem Grund auch immer. Nein, mach hinne. Ich muss ja die Kiste noch holen. Komm schon. Mach doch einfach. Bitte, Ursurius, General. Machen Sie zum Angriff, zu den Waffen. Ey, ist das jetzt dein Ernst? Meint er das ernst? Ach komm, zwing mich nicht da zu klicken. Die Zeit steht doch schon seit einer Stunde auf Null. Endlich, danke. Boah, war das so schwer. Ja, da geht gleich ein Zentimeter weg hier von dieser Leiste. Je nachdem, auf welchem Gerät man sich das Video ansieht. Auf dem Handy ist es wahrscheinlich kein Zentimeter. So. Ah, ich darf nicht beginnen. Nicht beginnen heißt nicht gewinnen. Und der ist böse. Die Anfangsphase ist bei dem böse, weil der zweimal Schild hat. Schild 5 in Summe und Frostatem dann auch für einen. Ja. Ein Taktiker, wie er im Buche steht. Er überlegt und überlegt. Okay, der hat Valor. Dann nehmen... Obwohl? Nein, Schild. Jetzt muss ich auch lange überlegen. Jetzt habe ich genau das, was ich kritisiert habe, selbst getan. Aber egal. Muss ich den nehmen. Ich hoffe, der überlebt ganz gut. Er bekommt zwar Valor, aber... Ja, sollte... Ah, sehr schön. Jetzt hätte ich sogar die Qual der Wahl. Aber da bin ich mir ganz unsicher, was das werden wird. Wenn der schon 11 hat. Weil ich hätte nicht mal eine Karte gehabt, wo Valor nicht zündet. Von daher, jo. Doppelschlag gegen Vergeltung 8 nehme ich gerne an. Sehr, sehr, sehr gerne. So, Moment mal, wie viel hat der verloren? 9 Lebenspunkte. Frostatem bekommt er dann noch ab. Ja, oh mein Gott, nein. Warum hat er jetzt 11 und 12 und nicht 11? Mann, was soll ich tun? Eieiei, der hat den nochmal. Ach so, der ist jetzt auf 13, ja, das habe ich... Okay. Was ist das für eine Karte? Bitte lass den Sturmdrachen am Leben. Was auch immer du tust, lass nur den Sturmdrachen am Leben. Es kann doch nicht sein, dass der dagegen nicht ankommt. Ich meine, das ist eine legendäre Vierfach gegen eine... Okay. Dann möchten wir mal wieder beginnen. Nein, doch nicht. Gegen die Waffenlosen. Es ist echt ein Vorteil, finde ich, wenn man beginnt. Ich würde gerne beginnen. Immer und jederzeit. Oh, was ist denn das?
in der Platin-Liga? Nicht nur vierfach mit legendären Runen? Dass ich das noch erleben darf. Wenn ich Glück habe mit dem Verhexen, dann stirbt die Karte in einer Runde. Es muss nur ein Verhexen... Ja, genau! 13, perfekt. Die Karte ist OP. Die ist einfach zu krass, also während des Effekts. Normalerweise, ja, ist die gut, aber nicht krass. Aber jetzt ist sie wirklich krass. Engel Untoter. Okay, nein, ich nehme alles zurück. Da sind ja legendäre Runen drin. Aber in den epischen Karten. Erkennt man das jetzt? Nein, das erkennt man nicht von außen. So, dann nehmen wir den Frosch dazu. Und wenn ich Glück habe, jawohl, und ich habe wieder Glück. Sehr schön. Ja, wenn es mal so weit ist, dann vergiften. Ja, das wird die Karte irgendwann killen in 3 Runden. Aber ansonsten müsste ich das eigentlich schon gewonnen. Oh, Vergeltung war da noch. Das habe ich nicht gesehen. Müsste ich aber trotzdem eigentlich schon gewonnen haben. Wie schmerzhaft ist das? Vergeltung 7. Nö, das klappt noch. Sauber. Und jetzt will ich aber die Diamantkiste. Sorry, das verwirrt mich. Platin, Diamant. Egal, auf jeden Fall diese leuchtende da, die schöne. Was nehmen wir? 4er? Nein, ich nehme den. 3er? Eine Heilung? Sollte irgendwas schief gehen oder so? Ja, Korrosiv ist bitter, der trifft jetzt nicht mal. Sofern er nicht ermächtigt wird von einem von den beiden Karten, die ermächtigen können. Wenn jetzt jemand zu Long ermächtigen könnte, das wäre spitze. Ich mag es immer, wenn die Karte ermächtigt wird, während sie Doppelschlag hat. Komm schon, irgendeiner macht das, oder? Nein, ihr Egoisten, warum könnt ihr nicht zu Long nehmen? Dann wäre der schon gestorben. Mann. Ja, aber der hat sowieso alle 2 Runden. Und das ist schön, versengen 10, das heißt nach dieser Runde, tschüss mit Ü und ciao mit Au, genau 10. Weg ist sie, Solaron ist am Start. Gut. Solaron, zur Wiederholung hier, Schild alle 5, Legion 7, Panzerung 5. Ist auch eine feine Karte. Aber ich finde, für mich ist Atlas einfacher. Da muss man sich nicht so irgendwie spezialisieren. Atlas geht immer. Aber der, keine Ahnung, mit Schild und Panzerung muss man da... Ich habe keine Ahnung, wovon ich labere. So, und das soll es eigentlich gewesen sein. Ja, da passiert nichts mehr. Sehr schön. Wenn das wirklich so weitergeht und ich nicht gerade nur eine Glückssträhne habe, kann ich mich also tatsächlich auf vermehrt oder fast ausschließlich Platinkisten einstellen. Und das ist definitiv, weil in den Kisten... Ich würde jedem dazu raten, okay, wieder eine Platin, jedem dazu raten, ordentlich PvP zu machen, weil was da drin ist, man hat es gesehen. Ich kann nicht aufhören, das anzusehen, was man aus der... Ich freue mich schon so. Ich freue mich so auf diese Kiste. Irgendwas davon ist ja immer drin, oder? Moment mal. Nein, Quatsch. Oder? Ist nicht irgendwas von den dritten Dingen immer drin? Ich glaube schon. Bin ich doof, oder was? Nö, es ist immer das, das und dann kommt noch was. Ey, das wäre ja krass. 30 Inscription Powder. Die Rune Shells, die brauche ich nicht. Oder direkt eine legendäre, egal. Ey, ich muss aufhören. Und machen wir noch so einen Prämienkampf zum Abschluss. Gegen den Kollegen hier. Ja, aber warum nicht? Die hat jetzt sowieso... Ach, den Defender. Für Berserk. Der killt mich. Der killt mich. Ich hoffe, er wird verhext. Komm. Ja! Oh Mann, ich hab ja... ich habe seine Panzerung vergessen. Na, Panzerung und Schwächen. Ich habe beides vergessen. Das ist ein Dingenskirchenkampf. Nicht mal ein Live-Kampf oder so. Das heißt, er kann die Karten nicht mal auswählen. Da muss ich schon gewinnen. Jetzt passt mal auf hier. Oh, wer kann denn? Nein, nächste Runde ist dann wieder einer weg. Der hat 3 mit Erstarren. Wenn ich jetzt nicht schnell was mache, dann wird das bitter enden, weil dann kommt niemand mehr dran von mir. Oh Mann. Spitze. Prämienkämpfe verliere ich, Live-Kämpfe gewinne ich. Also irgendwas ist da im Busch. Jetzt müssen wir direkt nochmal kämpfen. Das war... What?
Okay, der trollt, oder? Der hat aufgehört. Der hat wahrscheinlich aufgehört. Hier steht's. Chibi Retirement. Ja, Retire heißt sozusagen in Rente gehen. Das Handtuch werfen. Aufhören. Wie auch immer. Sich zur Ruhe setzen. Naja, das war ja kein Gegner. Das war unfair. Eine noch. Nehmen wir die Aria. Die, obwohl die hat keine Gilde. Dann nehmen wir den Samael. Den Samael verkloppen wir. Und zwar... Ich will jetzt nicht nochmal verlieren. Das darf nicht geschehen. Der überlebt das direkt nochmal. Natürlich mit Abschöpfen. Aber jetzt. Jetzt geht es euch an den Kragen. Habe ich was falsch gemacht? Hätte ich besser reagieren können im vorherigen Kampf? Naja, ich hatte zweimal den Felsentitan, habe den besseren genommen. Was hätte ich anders machen sollen? Okay. Den eventuell. Zu lang hat er drin, aber ohne irgendetwas. Und dann nochmal Drachen. Action. So, Insekten ebenfalls nicht vergessen. Ja, das war's jetzt. Sehr gut. Also, ich kann mich noch halten, aber es ist echt immer ein Auf und Ab. Das sieht man. Das sieht man. Na gut, dann würde ich mal sagen. So, für dieses Video war's das. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Es geht einfach. Beim nächsten Mal weiter.